Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Wir grüßen euch recht herzlich aus. Dem Wallis. In welchem Ort? Das weißt du nicht. Also, wir grüßen euch aus Grimels. Geschrieben, wahrscheinlich Grimels, gesprochen, wie auch immer. Keine Ahnung. Wir sind ja heute früh von Tesch losgefahren und wollten eigentlich heute auf diesen Glacier hier hoch. Naja, den Glacier de Maurie. Genau. Ja. Und jetzt sind wir hier eine Passstraße hoch, den fast bis dahin. Und wollten da hoch und das muss auch wirklich sehr, sehr schön da sein. Aber ja, jetzt stehen wir halt hier und jetzt steht die Straße nach Maurin oder wie es gesprochen wird, ist gesperrt. Das letzte Stück ist gesperrt, ja. Pech. Ja. Schade, weil es muss da oben sehr, sehr schön sein. Ja. Tja, jetzt sind wir hier auf so einem großen Parkplatz. Da werden wir jetzt auch bleiben heute und ja, warten wir ab. Morgen früh soll das Wetter besser sein. Und da sieht das bestimmt hier auch sehr schön aus. Es ist nämlich ein Kurort. Ja. Schauen wir mal. War eine sehr, ja, geile Fahrt hier hoch. Da hat Michael hat alles gegeben. Weltromantisch. Oh, mein lieber Mann, ey, ich habe wieder Töne von mir also gegeben. Also, wenn ich Zeit gehabt hätte zum Gucken, war es bestimmt schön. Für mich, naja. Fährst du morgen zurück? Nee, nein. Also solche Straßen kann ich einfach nicht fahren. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich sterbe 1000 Tode. Wirklich 1000 Tode. Aber trotzdem will ich es immer wieder, weil irgendwie muss ich ja hoch. Ansonsten sehe ich nicht die schöne Natur. Aber sterben tue ich 1000 Tode. Die Laute, die ich von mir gebe, das ist nicht einfach manchmal, glaube ich, für meinen Nachbarn. Nee, mach die Sache nicht einfach. Aber es muss raus. Es muss raus. Dann geht es mir besser. Sonst wird es mir schlecht. Mhm. So. Gestern waren wir ja in Zermatt. Und wir wollten uns unbedingt nochmal das Matterhorn angucken, weil wir 2014 auch davon so begeistert gewesen sind. Und das haben wir gestern gemacht und es ist also immer wieder ein Berg, der, ich weiß auch nicht, da kann man sich gar nicht satt sehen dran. Ich finde, das ist einfach so traumhaft schön dort. Und wir hatten halt nur leider Pech. Es ist um diese Zeit halt wahrscheinlich, weil wir recht viel Schnee hatten, dieses Jahr vieles leider nicht erreichbar. Wir wollten zu dem Riffel oder Riefelsee, ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Letztes Jahr waren wir bei der letztes Mal waren wir bei der Schwarzseebahn und das war auch ganz, ganz toll. Aber diesmal wollten wir halt eine andere Perspektive vom Matterhorn haben und wollten da auf den See, der unterhalb des Gornergrats da liegt. Richtig, ja. Und ja, ging nicht. Zu viel Schnee. Ja, deshalb haben wir uns dann die 250 Franken für die Zugfahrt gespart, weil zu dem See wären wir ja nicht hingekommen, nee, wo wir hin wollten. Ja. Das hätte 250 gekostet? Für zwei Personen hin und zurück 250 Franken. Zu diesem See? Nee, du kannst an dem See nicht aussteigen. Du musst, da gibt es eine Station davor, oder du musst zu dem Gornergrat hochfahren. Und dann kannst du aussteigen und dann kannst du da hinlaufen. Und das hat er gesagt, geht nicht, das ist alles gesperrt. Du kommst an den See, aha, nicht ran. So, und dann 250, da habe ich noch nicht gefragt, was der Hund kostet, weil bei der normalen Bahn kostet der Hund nochmal die Hälfte dazu. Nur da stand da nicht dran, da stand nur für Kind bis 16. Ich glaube, das ist umsonst, war ja an der anderen Bahn auch umsonst. Ja. Und was haben wir gemacht? Da sind wir wieder zur Schwarzseebahn gelaufen, durch Zermatt musste dann durch, ne? Ja. Kommen da an? Auch nicht. Auch nicht. Hat auch zu. Erst Mitte Juni macht's auf. Ja. So, dann gab es eine Möglichkeit noch bis Furi und bis zum kleinen, bis zum kleinen Matterhorn, doch, ne? Nee, Furi und das nächste war dann wo wir waren und dann konntest du noch eins hören. Also trockener Steg, das ist da, wo wir waren. Und dann konntest du wo die Skifahrer oben waren. Ja, da konntest du noch bis oben hinfahren. Breithorn oder was das dann da ist. Ja, das weiß nicht, wie sie das nennen, ja, aber das ist dann. Und wir sind dann bis trockener Steg gefahren. Ja.
Da hat sie gesagt, unten, da hätte man einen schönen Blick aufs Matterhorn. Hat man auch. Ja. Hat man auch. Man hat einen schönen Blick aufs Matterhorn. Es lässt sich dort nur sehr schlecht fotografieren. Aber auch nur aus dem Grund, weil wieder alles gesperrt war. Ja. Also in der Aussichtsterrasse war die obere Etage gesperrt, weil da noch Schnee lag, konntest du nicht hoch. Und man hatte sehr schlechte Perspektiven zum Fotografieren, weil die Bahnstation einfach davor gewesen ist. Ja. Und letztendlich sind wir für ein paar Fotos, haben wir 120 Franken ausgegeben. Ja. Und haben einfach nur ein paar Bilder. Du konntest nicht mal laufen dort oben, du konntest eigentlich gar nichts. Also es war... Du hast halt noch einen schönen Blick auf die anderen Berge gehabt. Das auf stimmt. Der anderen Seite. Da sind ja einige 4000er da in der Region. Ja. Etliche, auf die du dann geguckt. Aber es war kein Restaurant da oben offen, nichts. War alles geschlossen. Und du konntest nicht 5 Meter von dem Ding weggehen. Die ganzen Wege waren noch zu mit Schnee. Ja. Aus. Für die Skifahrer? Skifahren, ja, die konnten fahren. Die sind gefahren auf breiten Pisten, mutterseelend allein. Ein Traum. Ja. Ein Traum für jeden Skifahrer. Für die war das, also für Skifahrer ist das optimal, ist das super. Ja. Das kann man wirklich nutzen, das war toll. Wie der Schnee jetzt ist zum Fahren, sei dahingestellt. Unten war's. Weil es war dann schon ziemlich warm, wo die Sonne drauf geknallt hat. Ne? Aber oben, denke ich, war das noch ganz gut. Ja. Ja. Also es war für Skifahrer war das toll gewesen. Und es war auch eine schöne Aussicht, aber wir hätten. Also im Nachhinein jetzt würden wir es so nicht nochmal machen, weil wir sind dann nämlich wieder runtergefahren. Ja. Dann waren wir noch in Furi essen, an so einem kleinen Berglokal da. Das war schön, haben wir auch sehr schön gesessen. Ja. In der Ferne ein paar Murmeltiere gesehen, aber da konnten wir leider nicht hinlaufen. Das war wirklich schön, dort da zu sitzen auch. Und dann sind wir wieder runter. Und dann sind wir da unten. Also an der Schwarzseebahn gibt es einen sehr schönen Weg. Das heißt, das ist der Weg, der von oben nach unten führt. Ja. Und da kann man natürlich auch hochlaufen. Und in diesem Weg hast du einen wunderbaren Blick aufs Matterhorn. Ja. Eigentlich schöner als da oben, weil er da von einer schöneren Perspektive ist. Ja. Oben hast du eben die breite Seite, da hast du schon so ein Stückchen die italienische Seite, siehst du schon hinten. Und da unten hast du halt so die andere Perspektive und das sieht eigentlich noch viel, viel schöner aus dort. Ja. Also würden wir so nicht nochmal machen. Wir hätten es dann anders gemacht, wir wären den Weg hochgelaufen oder bis Furi hoch und dann runtergelaufen, da hättest du auch schön gesehen. Also, aber das weiß man halt vorher alles nicht. Sie hat unten gesagt, man hat eine tolle Sicht dort. Hatten wir ja auch. Ja, und aber dass dann gar nichts anderes ging. Ja, es war ein bisschen schade. Aber trotzdem war es schön gewesen. Also es ist einfach ein wunderschöner Berg, den kann man sich immer wieder angucken. Auch die Region. Und Zermatt hat einfach das Glück, wirklich das große Glück, dass du das nur von Zermatt aus siehst. Ja. Das ist unglaublich. Du musst in diesen Ort und das lassen sie sich natürlich auch honorieren. Wie viel ging nicht? Nee. Das hatten wir ja schon erzählt. Ja. Und ging auch danach nicht. Also er hat nochmal einen anderen Code gekriegt, Michael, und der ging auch nicht. So, und weil wir jetzt die Nase voll hatten von dieser ganzen Internetgeschichte, sind wir heute von Tesch weg und dann hat Michael einen Ort ausgesucht, wo wir in ein Einkaufszentrum gefahren sind und da gab es auch nochmal von dieser Sunrise Firm, wo du schon die erste Karte jetzt geholt hattest, da gab es ein Geschäft und da sind wir heute hingefahren. So. Und so sind wir halt eigentlich in diesem französischen Schweiz gelandet, das, was auch wunderschön ist, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und da war Michael in dem Geschäft und das war total easy, ne? Ja, gibt es dann den Tarif Unlimited und der kostet dann statt 1 Franken 2 Franken 50 am Tag, ist aber komplett unlimitierte und super schnell auch, High-Speed ganz schnelles Internet. Wenn du Internet nicht mehr hast, Leute, da bist du echt aufgeschmissen, ne? Wirklich, ist echt wahr. Jede größere Stadt gibt so ein Sunrise. Es gibt ja noch andere Anbieter, aber das Ding war gut. Also. Ja. Naja, und dann haben wir das gemacht und wie gesagt, somit waren wir dann halt auch hier gelandet und haben dann in der Nähe geguckt, gleich mal bei Park von Aid. Ja. Und da kam halt eben dieser schöne Platz da. Ja, hier oben dann am Gletscher, am Gletschersee. Schade. Ja, La Strada Chiuso. Ja. Ach nee, wir sind ja in Frankreich. Ja, wir sind ja in Frankreich, genau. Ja, ist halt. Le Rue Fermé. Was auch immer, ich nix. Oder La Rue. Balle, Französisch. Und Borgo L'Italiano. Aber zu ist zu. Egal in welcher Sprache.
Naja, nur wenn wir mal heute hier den Abend ein bisschen ausklingen lassen und genießen. Ich werde noch ein bisschen Videos machen und Michael wird mit dem Hund wahrscheinlich schön spazieren gehen. Ach, so geht ja gar nicht. Jetzt, stimmt Moment, ja. Mit Sicherheit nicht. Na, vielleicht wird es noch ein bisschen besser. Das war jetzt. Bevor dann die Fahrt zurück. Ach. Ich muss morgen da wieder durch. Aber ich muss es auch immer haben. Ich will Pässe fahren. Ja. Eigentlich kann ich es gar nicht ertragen, aber ich will. Ich will immer Pässe fahren, weil ich dann halt eben, wenn man oben ist, wird man halt eben entschädigt für die. Aber ich könnte die nicht fahren. Ich könnte das nicht. Schon wegen meiner scheiß verdammten Höhenangst. Und dass der Körper also da so einem so einen Strich durch die Rechnung macht. Ne? Man kann es auch nicht. Das geht nicht, dass man das irgendwie los wird. Michael steht letztens, wo waren wir oben, war das, nee, das, egal, auf irgendeinem Berg oben, an so einem, ich glaube, gestern war das gewesen, am Matterhorn, ja, an der Bahn. Und dann ist er zu dem Geländer hin und hat nach unten geguckt. Da hab ich, ich ziehe den dann zurück, das geht nicht. Schon wenn der das macht, dann werden meine Knie wie Butter, wie Pudding. Wie, die gehorchen mir nicht mehr. Da wird es mir mulmig und kann nichts machen. Geht nicht. Oh wei. Und wenn ich dann mal an so einer Straße landen würde, wo ich sie fahren müsste, weil ich könnte nicht zurück, na, dann hätte ich aber die Brille auf, das sage ich dir. Na, die hinter dir fahren, die hätten nicht. Die hätten erstmal die Kappe auf. Ich würde Schritttempo fahren hier hoch. Das war's. Genau. Ciao. Tschüssi. Ja, liebe Videofreunde, wir haben das nächste Problem bei uns im Auto. Und zwar funktioniert die Verriegelung nicht richtig vom Fernseher. Und gestern Abend haben wir ihn das erste Mal ausgeklappt, weil sonst hatten wir vorher immer so geguckt. Und so oft haben wir ja auch nicht geguckt. Naja, und gestern haben wir mal im Bett geguckt, Fernsehen, und Michael hat den Abend dann wieder zusammengeklappt und ja, heute früh sind wir losgefahren und ja, nach einer Weile auf einmal gibt es einen Schlag und in der Kurve und ja, Fernseher auf. So. Unglücklicherweise auch in die Richtung geflogen, wahrscheinlich an das Ding hier dran und ist kaputt. Bildschirm ist im Arsch, auf Deutsch gesagt. Sag mal so, wie es ist. Ja, und was eben passiert ist, normalerweise ist ja, wenn du das rausholst, den Fernseher, schnippt es ja automatisch wieder hoch und dann klickst du das wieder ein. Und das hat halt wahrscheinlich nicht hochgeschnippt und Michael hat es dann zusammengeklappt und es hat nicht eingerastet und dann ist es passiert.